bin ja schon sehr froh. Der Groxel hat aufgehört zu streamen. Ui, was selbst kommt da geflogen? Wenn, dann könnte man es auch wieder richten. Aber es war nur ein leichter Groxel. Man kann wieder mit Fisch Geld verdienen, ey. Ja, mein Fisch. Ich hab verstanden, jetzt kann ich wieder Fischgeld verdienen. Was ist denn Fischgeld? Na, 100 Karpfentaler. Mhm. Oder? Fischbärchen flogen in die Wäre eine schöne Parodie, die Sterntasche. Wäre eine schöne Parodie. Du bist auch so eine Parodie. Nicht Sterntaler, sondern Karpfentaler. Genau. Da regnet's den Karpfen. Die Vorstellung ist. Hoffentlich sind die dann schon bratfertig und nicht noch lebend. Ich höre das gerade so vor im Märchen. Die Karpfen. Flup, 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 flup. Flatsch, 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 flatsch. Die erschlagen ja das arme Kind. Ja. Aber wirklich. Oder die Lachse. Die auch. Ja, die Lachse. Toll, jetzt habe ich mir selber einen Trigger erschaffen. Jetzt muss ich bei Lachs immer lachen. Was eben zu beweisen war. Ja! Wie war das? Kommen Fische geflogen, fliegen den Bauer in seine Tasche. So, jetzt habe ich wieder ein volles Inventar. Dann können wir es ja in die Box schmeißen. In die Box. In die Dropbox. Oh. Nein, in die Fagerloks. So. Jetzt gehen wir über das Wäldchen. Über das Wäldchen machen wir einen kleinen Spaziergang, einen Nachmittagsspaziergang. Ja. Tralala. Und jetzt wieder zurück zur Farm. Ich könnte dann auch mal noch ein paar Dinger. Ich habe hier so Moospflanzen. Die könnte ich auch mal einpflanzen. Ja, könntest du auch mal am Floß manzen. Was kann man aus Moospflanzen machen? Grillen, offenbar. Das weiß ich noch nicht. Hallo, wo ist denn Farben? Achso. So. Jetzt gehen wir erstmal dahin. Ich glaube, ich muss mir mal eine Leine ziehen. Nein, das darf ich nicht sagen, sonst bin ich gleich weg vom Fenster. Oder mein Schnüffelstift. Mit ätherischen Ölen. Und sehr gut. Vor allem ist es ein gutes Mittel anstatt des Nasensprays. Allerdings ja. So. Alles rein da. Versandbehälter. Alles verschiedene Behälter. Zack. Lehm brauchen wir noch. Mais. Ja. Eisenbahn brauchen wir auch noch. Kupferbahn, Kupfer, Erz brauchen wir auch noch. Ich habe jetzt gerade Eisenbahn verstanden. Und ich hatte, hast du Eisenbahn im Inventar? Grünalge, Donnerei, ja, das natürlich das halt am Augenweg, ne? Das brauche ich ja eh nicht. Ja, ich verkaufe das auch mal. Jetzt möchte ich nochmal gucken. Okay, Artefakt. Das werden wir dann wohl mal zum Gunter bringen. Forellenbarsch.
Das Hydrogel brauche ich noch. Holz, Magnet, Holzpfad, Smaragd. Zack. Sternfruchtsaft brauche ich noch. Schleuder. Und Karpfen. Da ist der Karpfen. So. So, Flussschilli. Zack. Kiefernteer brauche ich auch noch. Standarddünger brauchen wir auch noch. Kohle, Eisenerz, gewöhnlicher Pilz, Haubarsch, Goldbarren, Zapfhahn, Kirschbombe, musiges Saatgut. Genau, das muss ich nachher mal pflanzen, was da wohl rauskommt dabei. So. Und da bin was ich auch ist gespannt. Jetzt fürs Museum? Der Skelettschwanz. Zeig ich doch. Das Sumeum. Oh. Der Rocky sitzt schon wieder da und wedelt. Ja. Mit seiner Route. So, dann wollen wir hier mal gucken. Ja, großer, ist ja gut. Hallo? So. So, jetzt brauchen wir. Wo ist denn das wieder? Da. Hydrogel und moosiges Saatgut. Ein grüner Setzling. Mal gucken, was da rauskommt. Mhm. Bin mal gespannt. Habe ich jetzt noch irgendwas? Okay, hier habe ich nichts mehr. Du könntest ja mal den skelettierten Fischschwanz einbuddeln. Vielleicht kommt dann wieder ein ganzer Fisch raus. Ja. Vielleicht wächst er ja, was weiß ich drum. Ich stelle mir gerade so einen Skelettbaum vor. So. Na? Ach, hab ich das schon verbraucht? Hm. Okay, dann brauche ich noch den normalen Standarddünger. Ach, Rocky, kläfft doch nicht. Du kannst schon mit Inka spielen. Nicht um diese Jahreszeit. Ach Mist, stimmt ja, diese Sternfruchtsaat war ja woanders. Ja, die ist im Sommer. Mhm. Oder im Gewächshaus. Ja, aber das Gewächshaus muss ich erstmal aufbauen. Eben. Stimmt. Okay. Wir haben sonst nichts mehr. Jetzt haben wir schon 5. Wir haben aber alles erledigt. Wir haben ein paar Sachen eingepflanzt. Dann können wir das Skelett noch wegbringen. Das kann man eben nicht. Das Museum hat schon zu. Das Museum hat zu, genau. Müssen wir morgen machen. Mhm. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe getrost auf morgen. So. Getoastet? Getoastet auf morgen, genau. Ja. So, jetzt gehen wir erstmal zum Schmelzofen. Stimmt, das wollte ich nämlich auch noch machen. Immer diese Schmelzofen. So, Kupfererz. Ach so, das sind nur 5 Erze. Hä, wo habe ich denn? Das sind Eisenbahnen. Eisenerz. So, einmal Eisenerz. Einmal Eisenbarren, vor allen Dingen. Ja, Rocky, ich weiß. Einmal Eisenbraten. Was? Eisenbraten? Eisenbraten. Schau so ein Braten, echt? ich habe hier lecker Braten für euch. Au, meine Zähne. Meine Zähne. Jetzt habt dich doch nicht so. Du hast dich doch immer über Eisenmangel beklagt. Mhm. Oder auch. Ach, hier, Oma, leckerer Braten. Jetzt ist mir mein Gebiss rausgefallen. Hier ist ja auch Eisenbraten. Ja, nun. Jetzt stell dir mal vor, jemand aus meiner Familie
hatte Eisenmangel. Na, ich sag, naja, dann stell dich doch nicht so an, geh auf den Schrottplatz, da gibt's genug davon. Ja, genau. Mal sehen, was da morgen dann wieder passiert. Bin ich mal gespannt. Ihr dürft gerne bei mir übernachten. Oh ja. Oh, wie nett. Ich habe ein großes Bett. Ja. Oh, weia. Auch das ist nicht anstößig. Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja. Einfach ich kann mich nur im Notfall auch zu Inka und Rocky auf den Boden legen. Ich kann mich auch auf den Stuhl setzen. Ich habe schon mal eine Nacht auf dem Stuhl verbracht, weil Rocky eben vor dem Bett lag. Oh mein Gott. Rocky heute nicht, heute hast du Inka. Bäm. Wo ist er denn? Ach da. Direkt neben dir, fast. Direkt neben dir, fast. Hm. Ah, ich habe heute keine Brille auf. Ich bin nicht so ganz so nah am Bildschirm. Am Bildschirm? Was machst du mit einem Bildschirm hier auf der Farm? Die schleppt den mit sich rum, genau wie du. 99 Holz, Mülleimer. Richtig? Entschuldigung, aber was macht man mit einem Bildschirm auf einer Farm? Also ich meine, die 99 Holz, die werde ich irgendwann verbraten. Also ich meine, ver... Erst Eisenbraten, jetzt Holz. Ja, ja. Weißt du, mit meinem Bildschirm, den stelle ich manchmal irgendwo hin, wenn ich jemand beobachten möchte. Big Mother is watching you. Ja, offensichtlich. Nicht euch, wollte ich gerade sagen. Ach so. Nicht euer. Und nennt man die Station, die Beobachtungsstation mit dem Bildschirm, ist das dann ein Motherboard? Ja. Ey, so schlecht war das gar nicht. Der Bildschirm gehört ja mir und ich bin ein Mother, also Motherboard. Ja. Ich entwickle jetzt eine Hörspielserie von einer Netzdetektivin. Mimi Motherboard. Genau, geil. Ach ja. Ja, und die Mimi Motherboard ist ein bisschen vergesslich. Die vergisst immer, die Windows zu öffnen. Und die Doors auch. Es gibt ja auch eine Bezeichnung für, bitte nicht falsch verstehen, es ist keine Diskriminierung irgendwelcher Defizite, möchte ich bitte gleich dazu sagen. Es gibt ja auch eine digitale Krankheit der Schizophrenie. Ja. Nennt sich Splitscreen. Ah, ja. Ui. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die Mini-Motherboard, die hat ein Motto. One apple a day keeps the doctor away. Aber okay, jetzt nee, ist aber two Schluss. Apple a day. Jetzt ist aber Schluss. Es wird spät. Nee, es ist 5:30 oder so. Nein, genau, es ist 7 auf Uhr. Unsere Farm. Es ist 7 Uhr. Oh je. Aber noch ist Tag. Nein, es wird schon Nacht. Hörst du es nicht an den Grillen? Bei mir grillt nix. Wäre auch schlecht. Dr. Bildschirm. Dann würde ich jetzt mal schauen, ob ich vielleicht mit Hunden Gassis kann. Gassis? Ja, dann geh doch mal. Ja, Rocky, Gassis. Dann halt nicht. Rocky, dann nicht. Dann bleib bei dem Herrchen. Dann gehe ich halt nur mit der Inka. Oh, jetzt kommen die Grillsen. Guck. Die Grillsen. Jetzt grillen sie. Was? Fisch? So. Ach ja. So, was machen wir jetzt? Gehen wir nochmal in den Saloon?
Ja, klar. Lass uns mal gucken, ob die Dame, die etwas trunken ist, jeden Abend auch da ist. Wahrscheinlich. Die ist ja immer da. Mhm. Die trunkene Dame. Bitte? Ich finde es nur lustig, wie wir Alex' Kanal gerade aufmöbeln mit unseren. Ja, vielleicht kriege ich ja jetzt, einfach mal irgendwie so ein paar Kommentare mehr. Mhm. Wäre nett. Ja. Hi. Aber nur nette Kommentare, bitte. Clint ist hier, Gus ist hier, Emily, Pam, Shane. Ja, Pam. Pam. Die ist immer da. Gehen wir mal zu Pam. Mal gucken, was der heute für ein Blödsinn labert. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich einen empty Slot nehme, weil sonst schenke ich hier gleich wieder was. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Pam, Schluck. Ich habe mich schon den ganzen Nachmittag auf dieses Getränk gefreut. Ich habe mich schon den ganzen Tag auf dieses Getränk gefreut. Den ganzen Nachmittag auf dieses Geschenk gefreut. Getränk gefreut. Ja. Auf dieses Geschenk gefreut. Hast du noch was zu sagen? Pam, Schluck. Ich habe mich schon den ganzen Nachmittag auf dieses Getränk gefreut. Ja, das war eine Wiederholung dessen, was du gerade schon gesagt hast. Na gut. Ja, die hängt wahrscheinlich halt auch noch auf zweites Getränk. Mhm. Target auf unreachable. Und auf ein zehntes. Okay. Nee, Quatsch. Immer nur das erste und das Kann letzte. Ich hier? Nee. Pam is East One at 7. Nee, ich will nicht zu Pam, ich will zu Emily. Pam. Start of Gus. Gus, ja. Emily. Da ist Emily. Target unreachable. Target unreachable. Ach, wisst ihr was? Wenn ihr nicht mit mir reden wollt, dann gehe ich halt wieder. Mann. Echt mal. Wir können auch zu Gast gehen. Pam. Wo ist er denn? Geus. Geus. Du kannst ja mal bei ihm so. Target du kannst unreachable. Ja mal bei ihm zu Gast sein. Hm. Okay, warte mal. Ich mach das jetzt anders. NPCs, Pam. Ja, okay, warte. Hier. Jukebox hätten wir auch noch hier. Nein, die brauche ich aber nicht. Shop Counter. Da komme ich auch nicht hin. Mann. Da komme ich gar nicht durch. Wie komme ich denn hier durch? Werte Zuschauer, sollten Sie irgendwas zu schnarchen hören? Das ist die Inka, die sich zur Ruhe gelegt hat. Okay, hier komme ich irgendwie nicht durch. Ja, dann... Das ist mir zu doof. Halt! Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte raus. Das ist aber auch verwirrend hier in diesem... Oh weia! Wie klingt denn das? Mhm. Das kenne ich noch gar nicht. Was? Hat er einen Mülleimer gekübelt? Die Waschbären sind wohl wieder unterwegs, diese Strolche, sagt George. Ah, du kommst gerade rechtzeitig, Junge. Warum? Könntest du deinem Altmann einen Gefallen tun? Okay, Moment. Das muss ich jetzt nochmal für unsere Zuschauer lesen lassen. George, könntest du einem alten Mann einen Gefallen tun? Könntest du um die Ecke gehen und diese Waschbären für mich verjagen? Sie haben ein ganz schönes Durcheinander verursacht. Wir sollen Waschbären verjagen, hat er gesagt. George Denke. Und jag ihnen einen ordentlichen Schrecken ein, damit sie nie mehr zurückkommen. George Denke. Eigentlich wollte er wahrscheinlich Danke sagen. Denki. Geil. George Denki. Und jag ihnen einen ordentlichen Schrecken ein. Und jag ihnen einen ordentlichen Schrecken ein, damit sie nie mehr zurückkommen. Um die Ecke. Oh Gott. Ja. Soll man das machen? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Warte mal kurz. Ich versuche
Linus, ich war es. Es tut mir leid. Ich war es, es tut mir leid, sagt Linus. Okay. Was? Genau? Linus, ich habe eine Menge frisches, noch warmes Essen in diesen Tonnen gefunden. Dinge, die verschwendet wären, wenn ich sie nicht nehme. Er hat Essen in die Mülltonnen, von den Mülltonnen rausgenommen, das verschwendet gewesen wäre. So ungefähr. Linus, ich habe eine Menge frisches, noch warmes Essen in diesen Tonnen gefunden. Dinge, die verschwendet wären, ja, wenn ich Dinge, sie die verschwendet nicht wären, wenn ich sie nicht genommen hätte. Also wenn ich sie nicht gerettet hätte oder wie auch immer. So, und nun? Linus, findest du, ich mache hier irgendwas Schlechtes? Eins, ja, es ist ekelhaft. Findest du, ich mache hier irgendwas Schlechtes? Ja, es ist ekelhaft, oder? Zwei, nein. Es wäre eine Schande, das Essen zu verschwenden. Nein, es wäre eine Schande, das Essen zu verschwenden. Was meint ihr? Was soll ich sagen? Es gibt sogar noch mehr Antworten. Echt? Drei, ja, es ist illegal. Das hier ist Georges privates Eigentum. Aha, das ist illegal? Das ist Georges privates Eigentum? Vier, nein, aber du solltest dir einen Job besorgen und aufhören, von anderen zu schmarotzen. Nein, aber du solltest dir einen Job besorgen und von anderen schmarotzen. Aufhören, von anderen zu schmarotzen. Oh. Und was machen wir jetzt? Ich würd zu Nein plädieren. Ich meine, ich finde es ja schon gut, dass er das macht. Mhm. Aber ich würde eigentlich zu, wenn man ganz ehrlich ist und nach dem Recht geht, da müsste man ihm jetzt sagen, dass es Georges Eigentum ist. Das stimmt. Hm, ja, dann machen wir das, oder? Das ist leider so. Drei, ja, es ist illegal. Aber ich kann ihn ja auch verstehen, vielleicht hat er nicht so viel. Ist ja auch schon ein alter Mann. Na ja, gut, man kann, würde ich das vielleicht machen? Hm? Mhm. Na gut. Linus, ich glaube nicht an privates Eigentum. Ich glaube nicht an privates Außerdem, Eigentum. Außerdem, was soll ich sonst machen? Außerdem, was soll ich sonst machen? Ich brauche dieses Essen, um zu überleben. Ich brauche dieses Essen, um zu überleben. Was? Soll ich nochmal neu lesen, weil ich gerade nicht verstanden habe, was er gemeint hat? Ich glaube nicht an privates Eigentum. Außerdem, was soll ich sonst machen? Ich brauche dieses Essen, um zu überleben. Hab ein Herz. Hab ein Herz, sagt er. Linus, du kannst nach Hause gehen. Ich verspreche dir, ich werde nicht mehr in Georges Tonne rumwühlen. Du kannst nach Hause gehen. Ich verspreche dir, ich werde nicht mehr in Georges Tonne rumwühlen. Linus, du kannst ihm sagen, dass du die Waschbären ein für alle Mal verscheucht hast. Du kannst ihm sagen, ach, das war er. Du kannst ihm sagen, dass du die Waschbären ein für alle Mal verscheucht hast. Verseucht, ich bin dann gesagt. Also, ach, das war er. Okay. Ich dachte jetzt, er hat das Essen. Ich dachte, er hat das Essen da rausgenommen, aber dann sind die Waschbären gekommen. Ich dachte irgendwie gerade, das war so eine Kombination, aber wenn das einfach nur er war, naja, gut. Alles klar. Time is 2020 and it is Thursday 11 of Herbst. Jetzt geht er. Ja. Bäh. Deswegen schmatzt das so an seinen Füßen. Da hat er noch Essen dran. Was? Gus, warte. Gus, warte. Was haben wir? Was sagt er mir jetzt? Geus, ich weiß, was du getan hast, Linus. Ich weiß, was du getan hast, Linus. Auweia. Geus, wenn du etwas zu essen brauchst, frag einfach. Ich will nicht, dass jemand in Pelikan hungern muss. Oh, jetzt kommt er und sagt, wenn du etwas zu essen brauchst, Linus, dann frag einfach. Ich will nicht, dass irgendjemand in Pelikan hungern muss. Gus hier, ich habe einen Korb voller Zucchini-Puffer für dich. Aber tunke sie auf jeden Fall in meine würzige Marinara-Sauce. Er hat Zucchini-Puffer. Oh, Zucchini-Puffer? Das habe ich auch noch nie irgendwie gehört. Mhm. Das hört sich irgendwie ungewöhnlich, aber irgendwie auch lecker an. Ja. Meine Mama hat sogar schon mal welche gemacht und die sind, obwohl ich keine Zucchini mag, sehr lecker. Okay. Interessant. Weil die sind dann gut gewürzt und halt so ein bisschen wie richtig schön gebraten und so.
Das ist ja cool. Schmeckt ganz gut. Aha. Na dann. Geus, komm schon, nimm ihn. Komm schon, nimm ihn. Pelican entered. Ab auf die Farm. Ja, ich bin, ja. Wo sind wir denn jetzt hier? Nee, wir sind in der Stadt selber. Wir müssen jetzt auch noch nach Hause laufen. Oh. Wir haben halt mal. Nach Lausehaufen? Nach Lausehaufen. Habe ich das gesagt? Ja. Nein, ich Ach so. Hab's gesagt. Wollte schon sagen. Ich hatte etwas Angst vor mir. Wenn ich jetzt auch schon anfange, automatisch solche Wörter zu verreden, wo ich es nicht merke, dann habe ich Angst vor mir. Du hast das nur wiederholt. Ja, das ist doch das alles schlicht so, nimm.